Ein herzliches Willkommen, liebe junge Künstlerinnen und Künstler, sehr verehrte Gäste. Als Vertreter des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler des BBK Bonn-Rhein-Sieg begrüße ich Sie ganz herzlich zur Preisverleihung und Eröffnung der Ausstellung des 26. Jugendkunstpreises des BBK Bonn-Rhein-Sieg. Dies tue ich gemeinsam mit Kopf und Herz unseres großartigen Organisationsteams des Jugendkunstpreises an meiner Seite, Lene Enghusen und Kurt Girnstein. Und in diesen Dank schließe ich natürlich auch die vielen Helferinnen und Helfer ein, die ebenfalls zum Gelingen dieser Veranstaltung mit beitragen. Ja, sehr geehrter Herr Lehmann, lieber Frank Paquet, sehr geehrte Frau Vizelandrätin Kunert, auch von mir als Bürgermeister der Stadt Troisdorf ein herzliches Willkommen hier in unserem Kunsthaus. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die sich hier betätigt haben, ganz viele gute Begegnungen heute hier, nicht nur mit der Kunst, sondern auch untereinander. Beflügeln Sie sich und beflügelt ihr euch gegenseitig und lasst ein Stück weit dadurch unsere Herzen höher schlagen. Sehr geehrter Herr Lehmann, sehr geehrter Herr Bürgermeister Bieber, sehr geehrte Damen und Herren, aber vor allen Dingen sehr geehrte junge Menschen, Schülerinnen und Schüler. Zum 26. Mal findet dieser Wettbewerb statt, hat stattgefunden und der Landrat, von dem ich ganz herzlich grüßen soll, hat sehr gerne die Schirmherrschaft wieder übernommen, denn Kunst, das haben wir gerade auch von Herrn Bieber gehört, ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn junge Leute sich mit Kunst beschäftigen, dann sind sie nicht nur kreativ, sondern dann sind sie auch sehr offen. Ich darf Ihnen allen schon vorab gratulieren. Alleine, dass Sie teilgenommen haben, ist schon ein Preis wert. Und jetzt wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg bei Ihren Bildern und sind alle gespannt, was wir denn alles gleich sehen werden. Und jetzt wird es Zeit, dass wir euch beschenken mit einer guten Mitteilung. Und ich möchte am Anfang, dass wir den Preis übergeben können für hervorragende künstlerische Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und der Lehrkraft. 4-mal eine große und ein kleines Ölkreideset von der Firma Gerstecker an die Künstlerinnen und Künstler. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, sonst verzeiht mir bitte. Alena Chitinkol, Mathilda Gies, Oskar Hornitsch und Rand Al-Jindi. Mit der Lehrkraft Frau Anke Grams, die das mit flankiert hat. Besondere Erwähnung, die auch noch mal extra dazu kommt, da bekommen 5 Personen eine Urkunde mit entsprechend überreicht und auch 2-mal ein großes Ölkreideset von Firma Gerstecker. Das sind Daniela Ermolenko, Florentina Burkhardt, Zoe Kraszewski, Luise Schnall, Manuel Jaramillo Cox. Ich bitte euch auch nach vorne zu kommen. Wir kommen zum 7. Preis. Das ist ein 50-Euro-Gutschein und ein kleines Ölkreideset von Firma Gerstecker. Das geht an Viktoria Kusischin. Dann kommen wir zum 6. Preis. Auch ein 50-Euro-Gutschein und 2 kleine Ölkreideset von Firma Gerstecker. Die gehen an Paula Bock.
Wir kommen zum fünften Preis. Ein 50-Euro-Gutschein und ein großes Ölkreideset von Firma Gerstecker gehen an Soliam Nomgunsuren. Wir kommen zum vierten Preis. Ein 50-Euro-Gutschein und eine große und ein kleines Ölkreideset von Firma Gerstecker. Es geht an Merle Herrchenbach. Wir sehen die Bilder hier vorne. Wo ist sie? Ja. So, es wird weiter spannend. Der dritte Preis ist ein 150-Euro-Gutschein vom Rhein-Sieg-Kreis. An Auriane Beil. Wir kommen jetzt nicht zum zweiten Preis. Wer gedacht hat, das kommt, das ist jetzt nämlich was Besonderes. Die Jury hat gesagt, diesmal gibt es keinen zweiten Preis, dafür aber zweimal einen ersten Preis. Es war bestimmt ein hartes Ringen. Und zwar gehen diese beiden ersten Preise an Alena Cetinkol und an Rand Ajindi.